So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist passiert. Eben ist der Community Day mit Knackleon zu Ende gegangen. Ihr seht, es ist 14.23 Uhr. Wir wollen jetzt gleich hoch zum Grillen, weil das Wetter heute schön ist. Wollen dann noch was mitnehmen. Werde dann morgen versuchen, das Video zu schneiden vom Knackleon Community Day und das dann am Sonntag wieder raushauen. Kennt ihr ja. Und heute zur Überbrückung gibt es noch eine Entwicklungsfolge von einem Pokémon der fünften Generation, was die ganze Zeit noch gefehlt hat, aus einem bestimmten Grund. Da man dafür nämlich den neuen Entwicklungsstein braucht, den Einhallstein. Einhall? Aber ohne H, also Einall. Klingt auf jeden Fall komisch. Sino klang okay. Einhall klingt komisch. Aber jetzt haben wir den endlich bekommen. Können wir uns hier mal angucken. In den Items. Oh, zwei X-Ray-Einladungen. Richtig genial. Hier haben wir den Einallstein bekommen. Dieser seltene Stein, der ursprünglich in der Einall-Region gefunden wurde, löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er hat ein verschlungenes, schwarz-weißes Muster. Jetzt gibt es natürlich das kontinentale Pokémon, das Grillmack, was ihr damit entwickeln könnt. Genauso wie Sodamack und Vegimack. Aber die sind ja nicht so krass und deswegen haben wir uns das andere rausgesucht, was man damit entwickeln kann, womit ich auch die ganze Zeit schon unterwegs bin. Und das ist Lichtel, wie ihr hier seht. Wir wollen also heute Lichtel entwickeln, deswegen auch der Titel, es wird Licht. Auch weil die schönen Softboxen mich hier beleuchten. Ich habe jetzt auch überlegt, soll ich das drüben filmen wie immer oder hier, ist ja tagsüber, eigentlich ist noch Licht, aber wir wollen uns hier an die Kulisse gewöhnen. Geben mal Lichtel ein. Natürlich die Frage, habt ihr auch schon Lichtel gefangen? Wie findet ihr Lichtel? Ist das nicht cool? Ein Pokémon, was im Prinzip eine Kerze ist, mit so einem lilanen Schein, Geist und Feuer. 172 Bonbons, da stecken auch wieder einige Sonderbonbons drin und durchs Laufen natürlich. Das wollen wir heute entwickeln. Soll ja angeblich auch der beste Geistangreifer dann sein. Noch besser als Gengar, obwohl Gengar die ganze Zeit auf Platz 1 war und den Titel verteidigt hat. Teilweise dann von Giratina in der Urform abgelöst wurde. Jetzt aber mit Lichtel und Generation 5 kommt noch ein starkes Geist-Pokémon. Ich kenne natürlich wieder die Namen nicht. Lichtel wird also zu Laternecto. Und ihr seht auch hier bei der Entwicklung schon angezeigt, 100 Bonbons und den Einhallstein, um Laternecto nochmal zu entwickeln. Das machen wir jetzt. Geben mal den Stein drauf, das sieht so schon richtig genial aus. Aus der Kerze wird die Laterne und aus der Laterne wird der Kronleuchter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie das aber heißt, weiß ich nicht, sehen wir aber gleich. Auf jeden Fall richtig genial. Es zeigt natürlich wieder nichts an, nur ein weißes, glänzendes Licht im Pokédex registriert. Ein Skelabra. Ihr kennt doch Abra, jetzt habt ihr also Skelabra. Hat jetzt schon 2615 und da könnt ihr noch ein paar Pushs drauf geben. Wir gucken auch gleich mal, wie viel das dazu kriegt, wenn wir einen Power-Up durchführen. Boom! 47 WP. Bekommt das noch dazu? 2662, ob das über die 3000 kommt, dann ist das vielleicht so ähnlich auch wie Abra, wie, also wie Simsala, Gengar und die ganzen anderen Sachen, könnte man damit gleichsetzen, ist auf jeden Fall interessant. Werden wir es so jetzt erstmal behalten, die Pushs werden wir noch nicht machen, da ist der Adi wieder und freut sich. Habt ihr auch schon Skelabra entwickelt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und irgendwie kommt es mir so vor, wenn ich die Videos im Sitzen drehe, dass mir da öfters mal die Ideen ausgehen. Wenn ich stehe, dann kann ich immer frei reden und bin richtig da. Und wenn ich sitze, fühle ich mich irgendwie komisch. Auch weil der Raum hier dunkel ist und alles so. Ich weiß noch nicht, ob ich das neue Setting so beibehalte oder das wirklich nur im Notfall auspacke, wenn mal kein Video möglich ist. Auf jeden Fall richtig genial. Skelabra, der nächste Gen 5 Pokédex Eintrag. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Max. Vegimack, Sodamack, Grillmack natürlich, aber da lässt man sich Zeit. Wenn, dann würde ich glaube ich sogar noch ein Lichtel entwickeln, weil das sieht einfach richtig genial aus und damit könnt ihr auf jeden Fall mehr anfangen als mit so einem komischen Grillmack. Aber da hat ja jeder eine eigene Meinung und Pokédex muss man ja sowieso erstmal alles haben. Habt ihr schon Skelabra entwickelt? Schreibt's mal rein. Wie findet ihr das Pokémon? Wie war euer Community Day? Könnt ihr ja heute schon reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten frage ich dasselbe dann morgen nochmal. Wir sehen uns dann morgen bei dem Video zum Community Day. Das war's von meiner Seite aus.
Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.